Herzlich willkommen, meine lieben Minecraft-Toponen. Wir sind hier wieder bei der Folge. Wir sind hier wieder bei Minecraft und es ist die Folge 362. Meine lieben Freunde, es geht weiter. Mich hat ja hier so ein bisschen die Gier übermannt. Oh, warum kann ich nicht laufen? Mann, ich verstehe das nicht. Jedes Mal dasselbe. Muss ich wieder die Einstellungen verändern. Immer wenn ich mein Texture Pack ändere, dann muss ich das irgendwie hier einstellen. Rechts. Aber ihr kennt das ja schon. So. Und so. So. Mich hat ja die Gier ein bisschen übermannt. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, mich hat ja die Gier ein bisschen über den Mand letztens, dass ich erstmal gucken wollte, ob wir doch noch ein paar Diamanten finden. Ja, Redstone ist auch gut. Steine brauchen wir sowieso. Nehmen wir mal alle mit. Jo, Minecraft, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und das spielen wir ja jetzt schon seit fast einem Jahr. Ich hatte ja überlegt, ob ich irgendwie da eine besondere ein Jahr Minecraft-Folge mache. Aber mal gucken, ob wir ein Jahr UFO-Mann machen. Ja, das einjährige Bestehen des Kanals oder so. Ich weiß auch noch nicht genau, was denn hier. Waren wir hier schon? Hier waren wir doch noch gar nicht. Guck mal, was wir hier gefunden haben. Hier war ich definitiv noch nicht. Guck mal, ein Huhn. Wo kommst du denn her? Das ist ja ein Ding. Das Huhn in der Höhle. Das Höhlenhuhn. Oh, weia. So, aber ich hab... Oh, das war jetzt natürlich irgendwie gemein gewesen. Aber was soll das Huhn hier unten? Es hat hier kein Licht, es hat nichts zu essen. Es hat gar nichts. Es ist einfach nur ein einsames Huhn. Und das ist ja kein Leben. Und das können wir dann entscheiden, dass dieses Leben kein Leben ist. Und deshalb können wir es dann dem Huhn sozusagen nehmen. Ich weiß, das ist gemein, aber wir sind... Oh, guck mal, mein Inventar ist voll oder was? Habe ich was zum Wegschmeißen? Was habe ich denn hier alles für ein Müll? Was? Vier Diamanten? Ich dachte, die hätte ich schon längst weggebracht. Feder brauche ich. Rohes Hühnchen schmeiße ich weg. Feder brauche ich. Ihr könnt euch ja noch an die Episode erinnern, wo ich keine Pfeile hatte und dann ewig Hühner suchen musste. Das wollen wir nicht nochmal erleben. Frag mich nicht. Oh, guck mal, was ist denn das hier überhaupt für eine Höhle? Was ist denn hier überhaupt passiert? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir die irgendwie schon mal hatten, die Höhle hier. Juhu, ja, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. So, oh nein, ich muss ja das Wasser noch einsammeln, habe ich ganz vergessen. Wo ist denn der Block? Hier. Ah, Gott sei Dank. UFO-Mann ist gekommen mit seinem Raumschiff und hat ein Bett mitgebracht. Und damit kann er aber nicht fahren. UFO-Mann ist gekommen mit seinem Raumschiff. Doch da gibt es keine Dingsbumse. Deshalb singt jetzt alle mit. Ja, das UFO-Mann. Das kleine UFO-Mann. Mit seinem Raumschiff kam es an. In UFO-Topia. Ja, das kleine UFO-Mann. So, meine lieben Freunde, da war er wieder. UFO-Mann hat wieder gesungen. Und baut hier ab wie ein Bescheuerter. Eigentlich suche ich doch Diamanten. Das ist doch schon wieder hier voll die Gier. Voll die Gier, Alter.
Hört doch mal auf rumzugieren. Was können wir hier? Guck mal hier, hier, hier. Können wir zusammenpacken und dann haben wir wieder Platz. Ah, die Erde schmeißen wir weg. Cool. Genial. Los, komm. Nein. Ja. Das ist auch immer so ein Kreuz hier. Das ist immer so ein Kreuz. Was können wir denn wegschmeißen? Kies brauche ich nicht. Die Steine, die brauche ich. So, nimm noch Redstone mit. Hauptsache, wir finden auch wieder zurück. So, von wo bin ich denn gekommen? Hier, von hier unten irgendwo, war, oder? Nee, von hier bin ich nicht gekommen. Von hier bin ich nicht gekommen. Hier bin ich nicht gekommen. Von hier. Von hier bin ich nicht gekommen. Von hier bin ich nicht gekommen. Von hier bin ich nicht gekommen. Nein. So, okay. Sehr schön. Ja, die da. Wo ist denn hier mein Eingang zu meiner spektakulären... Okay, Fackeln links, Fackeln links, Fackeln links. Hier, von hier bin ich gekommen. Sag mal, gibt es da noch was zu erforschen? Hier müssen noch Diamanten ohne Ende sein, oder? Guck mal, hier ist Schluss. Warum ist denn hier Schluss? Hier ist gar nicht Schluss. Haha, habe ich doch gewusst. Hab ich doch gewusst, dass sich da hinten die Schätze verbergen. Wobei, da sind wir auch nicht mehr auf der 11. Da sind wir nicht mehr. Jetzt bin ich hier in meinen eigenen Kram reingefallen. So. Ist natürlich alles so mit dem vollen. Mit dem vollen Inventar ist es ja nur alles nicht so cool. So, aber wir wollen ja trotzdem mal gucken, ob hier noch einer guckt. Ah, okay. Die Fledermaus lassen wir am Leben, es sei denn, sie springt hier genau in unsere Schussbahn rein. So, sehr schön. Sag mal. Ach, guck mal. Haha, hier kann man sogar durch. Ich muss jetzt was wegschmeißen. Die Erde, die hatte ich doch schon mal weggeschmissen. Sag mal. Saugen sich immer wieder an hier die Teile. So. Hier war nichts mehr, hier war nichts mehr. Hier war noch ein bisschen Eisen. Nehmen wir mit. Eisen nehmen wir mit, okay. Oh, mit dieser Diamantspitzhacke, das ist so geil, das geht so gut. So. Oh, wir müssen was essen. Na, 20 Punkte schon wieder. Und jetzt werden wir auch mal zurückgehen. In unseren Diamant. Raum. Nein, nicht darunter fallen. Hier ist er. Hier ist unser Diamantraum. Ups. Ups, ups. So, von hier sind wir ja gekommen. Kann ich mich noch dran erinnern. Von hier sind wir gekommen. Okay, dann werden wir mal hier nochmal weitermachen. Jo, die Folge, jetzt gucken wir nochmal. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Vielleicht haben wir nochmal einen super Fund. Vielleicht haben wir nochmal alles Mögliche. Oh, was war das für ein Geräusch eben? War das von der Musik? Hat sich ja sehr spacig angehört. Und in der nächsten Runde müssen wir dann... Gut, in der nächsten Runde müssen wir dann wieder in den Nether... Ich denke mal, das wird diesmal auch ein bisschen... Ach, guck mal, da war noch Eisen. Das wird dann auch diesmal ein bisschen einfacher, weil da hinten fängt ja jetzt Redstone an. Wir müssen jetzt gar nicht mehr diesen Cobblestone-Tunnel bauen. Na, sind wir hier noch richtig? Und dann können wir nämlich in den... Nicht Redstone, wie heißt denn das Zeug? Höllenstein, ha? Höllenstein, oder? Schon wieder vergessen. Jedenfalls dieses rote Zeug. Aha, guten Tag. Sehr angenehm. Ufo, mein Name. Wo bist denn du hergekommen? Halunke? Halunke? Von da oben runter? Nö. Hier einfach nur, weil es hier dunkel war. Haha. Ah, okay. Da müssen wir nicht lang. Oder? Müssen wir da lang? Nee, da müssen wir nicht lang. Hier müssen wir lang. Wir haben uns schon wieder verirrt. Ich glaube, ich gehe hier nicht nochmal rein, wenn ich... Ups, was ist das denn? Wenn ich hier einen Ausgang finde, gehe ich erstmal nicht nochmal hier rein. Vorsichtshalber. Ja. Nein, wie komme ich denn hier bloß wieder raus? Guck mal, das ist ja auch interessant da. Was ist denn da? Aua, wo bin ich denn jetzt da hin? Kann ich ja froh sein, dass das keine Lava war. Ich bin irgendwie so unvorsichtig. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn nur so unvernünftig sein?
Was ist das hier überhaupt? Frag mich nicht, ob ich hier wieder rauskomme. Sieht mir hier nach Lavalicht aus? LL, Lavalicht? Ne, hier war ich schon mal. Oh, 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 oh. Mit Rüstung, du alter Hund. Du. Oh, ich kann nichts essen. Ja, klar, weil ich das bin. Mann, Mann, Mann. Hier ist rechts, hier wollen wir nicht lang. Wir müssen hier lang. Ich will jetzt nach Hause. Sag mal, war hier nicht sogar ein Dungeon? Oder war das in der anderen Welt? So ein bisschen Kohle nehmen wir noch mit. Obwohl wir gar nicht mehr wissen, was wir mit dem ganzen Zeug alles sollen. Hier ist auch nicht richtig, wa? Hier ist nicht richtig. Wir wollen ja die Fackeln immer links haben. Links, links, links. Die Fackel links, du bist willkommen. Die Fackel rechts ist falsch. Die Fackel links, du bist willkommen. Besuch... Hier, wa? Ich glaube, das kommt mir so bekannt vor. Besuch uns im Wunderland. Jo, heute wieder ein bisschen verwirrt, der liebe UFO-Mann. Verwirrter weiß. Will ich wissen, wie oft ich mich hier schon hochgesteckt habe? Ey, nein, ich bin nicht für den Ausgang. Nee, doch, hier ist der Ausgang. Ja, ich habe den Ausgang gefunden. Super cool. So, aber jetzt schnell, schnell, schnell nach oben. Hopsidi hops. Bei lockerer Swing-Musik bewegten wir uns gen Ausgang. Bernhard sagte, oh, guck doch mal da, da ist der Ausgang. Ich glaubte ihm es im ersten Moment nicht. Oh, was zu essen. Doch als diese lockere Swing-Musik mich betörte... Ist hier noch ein... Ohohoho, Eisen. Ohohohoho. So, warum wir denn nun Diamanten haben, frage ich mich. Beim besten Willen. Warum wir 4 Diamanten im Gepäck haben. Oh, soll man jetzt mit dem ganzen schönen Zeug hier... Komm, wir packen mal ein bisschen was weg. Wobei, das könnten wir ja vielleicht gebrauchen. Huh? Das kann weg. Müssen wir nachher alles in unten... Oh, die schönen Diamanten, die müssen wir wohl mal hier lassen. Huh? Die müssen wir mal hier lassen. Da werden wir mal Redstone rumpacken. Damit wir das dann auch sehen, dass da Diamanten liegen. Weißt du, wenn wir die hier hinlegen, können wir die gar nicht unterscheiden. Dann sehen wir die gar nicht. So, guck mal. Haha, wie schön. Ist doch eine gute Idee, oder? Sag doch mal, dass das eine gute Idee ist. So, okay. Jetzt ihr das noch. Den Rest können wir hier mal wegpacken. Ich meine, so viel gibt es da auch nicht abzubauen im Nether. Sind wir doch mal ehrlich, da gibt's doch gar nichts. Da gibt's doch gar nichts zu holen, außer Glowstone. Na gut, irgendwelche Zutaten noch für irgendwelche geheimnisvollen Rezepte. Ja, okay, sowas gibt's noch. Der Leuchtturm ist immer noch nicht fertig. Immer noch nicht fertig, der Leuchtturm. Und jetzt Zoom. Zoom in den Nether. Ah, okay, hier krauchen sie schon wieder rum. Ich höre sie doch schon wieder. Die Halunken. So, 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 so. Okay. Warum der? Wie was? Wie heißt überhaupt das Stein? Habe ich gar nicht mehr hier. Alles weg. So, gut, dann gehen wir mal gucken, ob keiner guckt. War da noch ein Stück? Na, guck mal, da fahren wir gleich mal mit unserer Schwäbischen Eisenbahn hier. Mit der Schwäbischen Eisenbahn Richtung, was ist denn das überhaupt für eine Richtung? Richtung Osten, haha. Oh, na hoffentlich bauen wir nicht in die falsche Richtung, fällt mir gerade ein. Das wäre natürlich ein Ding, wenn wir hier völlig in die falsche Richtung bauen. Habe ich das eigentlich jemals zwischendurch mal überprüft? Es war doch nur so gefühlsmäßig gewesen. Eigentlich brauchen wir hier gar keine Steine rein, wisst ihr? Warte mal, da muss ich gleich mal...
Hört ihr die Rufe der Nethergestalten? Hört ihr sie? Ich bin's, der Netherclown. So, apropos Netherclown. Also, okay. Wir hatten doch hier sogar noch ein... Man hört doch mal auf dazu. Fiepen. Wir hatten doch hier sogar... guck mal, machen wir hier mal ein etwas längeres Fenster. Wir sind ja da ganz flexibel. Guck mal, und hier geht's nämlich gleich rein. Okay, da war ich schon mal. Ah, haha, da hat jemand auf mich geschossen. Mit einer Verzögerung von 38 Stunden kommt der Ball an, der Schussball. Gut, so, dann machen wir mal hier noch zu. So, und sobald wir, wenn Osten könnte sein, das ist genau die entgegengesetzte Richtung. Ey, scheiße, das wäre natürlich total kacki-pupsi-misti-pupi-pupi-pupi. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Wo habe ich denn eigentlich die Original? Ich muss mal kurz hier in meinen Schreibtisch gucken. Oh, in mein Fach mit den geheimen Unterlagen. Die Gästewelt, okay, das ist der andere Server. Hier, Ufotopia. Ist auf X2. Mal gucken hier. So. Wir bewegen uns jetzt auf... Ja, wir bewegen uns auf X2, okay. Aber... Bewegen wir uns auch auf Z zu. Also die Richtung ist schon mal richtig. Oh. Nicht. Hört doch mal auf, Mann. Gibt's doch gar nicht. Okay, meine lieben Freunde. Wir sehen, also die Richtung ist scheinbar richtig, würde ich mal sagen. Oder wir sind doch nach Norden gegangen, wa? Nach Norden. Da müssen wir doch eigentlich nach Süden, wenn wir zurückfahren. Warte mal, oh, warum? Was? Was soll das denn? Wie kommt denn die Lava da rein? Gibt's denn sowas? Gibt's denn sowas? Warte mal, wir machen mal hier kurz ein Fenster. Ja, aggressiv, aggro, ihr seid total scheiße, aggro. Ihr seid so aggro. Es ist zum Kotzo. Ah, okay. Also theoretisch müssen wir in diese Richtung noch. Aber diese Richtung ist auch schon richtig. Na gut, wir sind eigentlich schon auf dem richtigen Weg. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich freue mich schon, wenn wir hier einen Haufen Zeit sparen, wenn wir uns da in diesen unglaublichen Berg da rein graben. Habe ich überhaupt Schienen dabei? Gar keine Schienen dabei. Müssen wir in der nächsten Folge mal Schienen hören. Holen. Okay, meine lieben Freunde, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, liken, klicken, teilen, favorisieren und so weiter und so fort. Nee, war ein Spaß. Okay, tschüss.